Hallöchen, heute bei mir im Coaching gab es eine Frage zum Thema Bassläufe, nämlich wenn wir diesen ganz beliebten Basslauf C, D, E nach F haben, welchen Fingersatz nehmen wir da, wenn wir einen C7-Akkord noch nach dem C-Bass spielen? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, bei denen man unterschiedliche Dinge beachten kann, damit es gut gelingt. Die möchte ich dir jetzt gerne vorstellen. Nummer 1. Meistens spielen wir hier ja C mit dem vierten Finger und haben dann aus dieser Linie direkt unseren C7. Der würde so gegriffen. Und wenn ich jetzt mit dem Zeigefinger nach oben möchte, dann brauche ich unbedingt irgendeinen Bezugspunkt, damit ich es schaffe, schnell hochzuspringen. Und dafür tue ich so, als würde mein dritter Finger hier einen Wechselbass spielen wollen. Und lass den direkt auf diesem G liegen. Diese Position ist total wichtig als Abstandshalter, weil dann kann ich direkt mit dem Zeigefinger daneben springen und habe hier direkt dieses D. Also durch den dritten Finger, der zwar nicht gespielt wird, aber einfach da liegt, habe ich den direkten Bezugspunkt und bin wirklich sehr schnell, um zweimal hintereinander Zeigefinger spielen zu können. Danach soll es dann unbedingt weitergehen mit dem dritten Finger. Ich leite das ein, dass ich meine Hand ein kleines bisschen abwärts fallen lasse und ein bisschen drehe. Dadurch schiebt sich gleich der vierte Finger nach unten zum F und der dritte Finger zum E als Überleitung. Wenn du hier sonst drauf bleibst, musst du danach mit dem vierten Finger springen, der ist viel schwächer als der Zeigefinger. Davon würde ich dir abraten. Also lieber durch die Drehung in der Hand vorher schon abwärts wandern und dann das F sicher mit dem vierten schwächeren Finger erreichen. Ein anderer Gedanke, den man hier noch haben könnte, wäre, dass man den dritten Finger auf dieses D schickt, damit man mit dem Zeigefinger nicht springen muss. Das finde ich persönlich nicht so praktisch, weil wie geht es jetzt weiter? Dann habe ich wieder diesen schwachen vierten, der hier E und F nacheinander spielen muss. Das funktioniert vielleicht bei langsameren Polkas, aber so richtig flüssig und ich sag mal zukunftsfähig, ist es für mich nicht, dass ich damit auch schnellere Stücke spielen könnte. Und jetzt kommt noch mein persönlicher Highspeed-Fingersatz, nachdem ich hier 4, 2 auf C und C7 gespielt habe. Gehe ich direkt schon mit meiner Hand nach unten. Ich bin hier bestenfalls schon zuvor in Linienposition, dass ich wieder die Wechselbässe hier mit berücksichtige und meinen fünften Finger auch schon mal unter den vierten lege. Und jetzt schiebe ich die ganze Hand einen Knopf abwärts. Also die drei als Paket, zack, nach unten. Und von hier aus nehme ich jetzt den fünften, da habe ich noch ein D. Und den dritten. Es kann sein, dass dein fünfter Finger dir da ein kleines bisschen schwach vorkommt. Unterstützt den dann unbedingt auch ein bisschen aus der Drehung vom Handgelenk, dass du nicht nur aus dem schwachen Fingergelenk hier arbeiten musst. Und probier mal, wie dir das liegt. Eben vorher schon die Position verschieben, nach vorn gehen mit den zwei Fingern und dann hier landen. Das ist für mich mit Abstand die schnellste Art und Weise, wie ich diesen Basslauf spielen kann. Alles andere würde in dieser Hochgeschwindigkeit ein kleines bisschen haken. Probier es mal durch. Jeder Mensch hat unterschiedliche Veranlagungen. Vielleicht bist du schneller drin, mit dem Zeigefinger hochzuspringen, als mit dem fünften Finger da unten schnell ein D drücken zu können. Am besten machst du das so ungefähr 10 Mal hintereinander, nimmst dabei die Zeit für Variante 1, Zeigefinger springt hoch, und für Variante 2, fünfter Finger geht nach unten und wird kräftig durch die Drehung aus der Hand unterstützt. Und dann weißt du für die Zukunft, was dein bevorzugter Fingersatz ist, den du am besten automatisieren solltest. Viel Spaß dabei, lass mich gerne wissen, wie dir das gefallen hat, und bis ganz bald, dein Matthias.